Er polarisiert und revolutioniert die Modebranche wie kein Zweiter. Mit Karl Lagerfeld geht einer der ganz Großen von uns. Promiflash blickt auf das bewegte Leben des Kleidungsschöpfers zurück. 1933 wird das Ausnahmetalent in Hamburg als Sohn eines Kondensmilchfabrikanten geboren. Schon früh zieht es ihn, vorerst als Illustrator, ins französische Paris, wo seine Karriere 1955 letztendlich durch einen gewonnenen Wettbewerb Fahrt aufnimmt. Rund 30 Jahre später gelang Kaiser Karl an den Gipfel seines Erfolges, von dem er sich seither nicht mehr wegbewegt. Er wird Kreativdirektor des Luxusmodehauses Chanel und führt das Label mit den traditionellen Designs durch kleine, aufpeppende Details wieder voll in die Trends. Doch die Ikone hat nicht nur einen Blick für angesagte Kleidungsstücke, sondern auch für Modelle, die diese vorführen. Topmodels wie Claudia Schiffer ernennt er zu seinen Musen, bringt sie auf den Laufstegen dieser Welt groß raus. Zuletzt gelingt ihm dies auch mit Cindy Crawfords Tochter Kaya Gerber, die seither als Catwalk-Star vollkommen durchstartet. Doch mit Karl Lagerfeld verbinden Fans noch mehr als seine Gabe in Sachen Fashion. Neben seinem außergewöhnlichen Look mit dem weißen Mozartzopf, der charakteristischen schwarzen Sonnenbrille und dem stets dunklen klassischen Anzug ist er auch für seine meist leicht überheblichen Weisheiten bekannt. So mutmaßt er nicht nur, dass Jogginghosenträger die Kontrolle über ihr Leben verlieren, sondern wertet auch Megastars wie Heidi Klum mit den Worten »Die Vanille in Paris, die kennen wir nicht« einfach eiskalt ab. Am 19. Februar 2019 soll Karl Lagerfelds außergewöhnliches Schöpfertum und Leben ein Ende finden. Die Legende stirbt im Alter von 85 Jahren und hinterlässt damit wohl eine klaffende Lücke in der Modewelt.